Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu unserem ersten Infovideo. Ja. Ja, sehr schön. Hast du gut gemacht, Yannick. Ja, gut. Also wir haben uns heute ein paar Themen rausgesucht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal damit an, was eigentlich in jedem Video sein sollte. Zumindest, dass wir uns immer über Kommentare, Feedback, Tipps und so weiter und so fort, ja, freuen und euch nochmal denn einfach, wie soll ich sagen, ans Herz legen wollen, uns wirklich denn damit zu unterstützen. Das ist eigentlich die größte Unterstützung, die man einem geben kann, wirklich zu schreiben, ja, Leute, das hat mir gut gefallen, das vielleicht nicht. Obwohl, es muss ja noch nicht mal das sein eigentlich. Einfach irgendwas, wenn ihr das Video seht, da freuen wir uns auf jeden Fall dann jedes Mal drüber. Ja, natürlich nicht so ein Mumpitz wie Erster oder sonst was. Ich glaube, es sollte schon was mit dem Video zu tun haben. Ich glaube, da sind wir noch nicht fame genug für. Ja, ich glaube auch. Und ja, nö, ich vom Prinzip her, es gibt ja immer solche Leute. Ja, also ich denke, jeder weiß, was gemeint ist. Das freut uns dann auch mehr als ein Daumen hoch oder Daumen runter. Was wir jetzt aber ausschalten. Jo, genau, da wären wir schon beim nächsten Thema. Genau. Und zwar haben wir gestern festgestellt, dass wir offenbar jetzt einen Kollegen haben auf unserem Kanal, der es unheimlich geil findet, unsere Videos zu disliken. Und zwer, ja, alle einfach so mal einmal quer die Latte durch. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob der von Mami und Papi nicht geliebt wird oder so, dass er jetzt bei YouTube andere Leute... Da gibt es ja in Deutschland leider genug Leute von. ...den Spaß verderben will oder was, weiß genau. Ich auf jeden Fall. Keine Ahnung. So, und deswegen kommen wir nur auch gleich zum nächsten Thema. Wenn das so weitergehen wird, also wir gucken uns das jetzt noch einmal kurz an, und wenn es so weitergehen wird, dass wirklich jedes Video, ja, konsequent von dieser Person gehatet, wir wissen ja nicht, wer das ist, das ist ja das Problem, das hat YouTube ja ganz schlau gemacht. Denke ich, war kein Abonnent und deswegen können wir es auch nicht so zurückverfolgen, dass es eine Person ist, weil insgesamt, ja, 7 Videos innerhalb von 2 Minuten Dislike bekommen, ja, haben. Und da steckt schon System hinter, da will uns einer wirklich den Spaß verderben. Ja, das ist natürlich absolut kacke und dumm und weiß ich nicht. Also so viele Beleidigungen kenne ich gar nicht, um das eigentlich auszudrücken. Und deswegen haben wir uns überlegt, komm, so eine Spaßbremsen, wir können sie ja nicht blocken, weil die leider alle anonym sind. Aber wir haben uns überlegt, also, wenn das so weitergeht zukünftig, dann werden wir die Bewertung bei den Videos ausschalten. Genau. Damit da keiner mehr irgendwie irgendeinen falschen Eindruck oder was weiß ich bekommt. Und dann kann man sich halt nur noch über Kommentare zu dem Video äußern. Ja. Genau. Was eigentlich im Endeffekt auch besser schöner ist dann. Ja, das, ja, finde ich nämlich wie auch. Gesagt. Also ich finde diese Kommentare-Funktion, also ja, Kommentare-Funktion, also find ich finde es um einiges besser eigentlich als, jetzt diese Daumen nach oben und nach unten, weil da gibt es halt immer diese Menschen, die das ausnutzen, denn weil sie irgendwie nicht mögen oder weil sie irgendwem auf irgendwie neidisch sind und ihm das nicht gönnen. Wie unser lieber Freund, ja. Ja, wie Kollege. Ja. Und die machen ja eben sowas. Ja, gut, ich würde sagen, das war's auch zu dem Thema erstmal. Dabei kann man es auch belassen, da muss man sich jetzt nicht stundenlang drüber aufhalten. Ihr habt verstanden, was wir sagen wollten. Ja, genau. Es wurde ja auch schon oft genug angesprochen von allen möglichen anderen Leuten und da brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen. Ja, genau. Genau. So, kommen wir nun zu dem erfreulichen Part. Erfreulicheren Thema. Genau. Das Minecraft-LP. Und zwar haben wir uns überlegt, so, ja, also der Ansatz war mit Sicherheit gut. Das haben wir auch von euch gehört, feedbackmäßig gesehen. Allerdings wurde es dann ziemlich schnell wieder zu so einem stinknormalen Minecraft-LP. Und wie man es auf YouTube ja zuhauf eigentlich findet. Und ja, das fanden wir irgendwie ein bisschen doof. Und dann haben wir uns überlegt, ja, genau, dass wir die ursprünglich unsere Story-Elemente, die ja eigentlich immer nur teilweise vorkommen sollten, dass wir das jetzt komplett übernehmen und nicht einfach nur Bauphasen machen, wo wir drauf loslabern, sondern halt auch die ganze Zeit unsere Rolle wie am Anfang vom Schiff übernehmen. Das Ganze wird jetzt in den Vordergrund gerückt, das Bauen ist nebensächlich. Nein, es gibt gar kein Bauen. Also, okay, ich erkläre es mal. Der LP-Teil wird komplett gestrichen und nur durch Story ersetzt. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt immer so angespannt und fertig sind wie im Intro.
Das muss ja nicht sein durchgängig. Allerdings, dass wir uns für jede Folge einen Plan machen, was wir genau tun wollen. Also, das ist kein normales LP mehr, wo wir sagen, wir bauen uns was auf, sondern nur eben Story-Elemente. Da denken wir uns was Schönes zurecht. Und da werden wir auch hier beim nächsten Thema wieder mal Kommentare schreiben. Ihr könnt natürlich auch uns dabei unterstützen, eigene Ideen schreiben, was wir, haben wir schon mal gesagt. Genau. Aber jetzt ist es natürlich umso wichtiger, jetzt wo wir nur noch das machen wollen. Ja, deswegen wird das Minecraft-LP jetzt auch noch seltener kommen als vorher wahrscheinlich. Ja, weil es natürlich einen kleinen Aufwand braucht, ein Skript, also eine Vorbereitungsphase zu fertigen. Ja, und die Folgen werden dann aber wahrscheinlich länger. Ja, genau. Und wir versuchen einmal in der Woche die hochzuladen, was jetzt nicht unbedingt klappen wird. Nee, das denke ich auf jeden Fall auch nicht. Aber wir versuchen es auf jeden Fall. Oh, es wird ja was Besonderes, was die lange Wartezeit dann sehr dann akzeptabel ist das macht. Wieder was Besonderes. Ja. Genau. Ach ja, genau, eins, was mich nochmal betrifft, oder weil ich ja die Videos schneide dafür, für die Playlist. Wir haben jetzt insgesamt jetzt um die 300 Lieder, allerdings auf Dauer gesehen ist das wirklich tatsächlich noch zu wenig. Wenn ihr da irgendwie Ideen habt oder so, was ich noch einfügen könnte, sagt es mal immer gerne, dann freue ich mich auf jeden Fall. So. Oh, ach ja, und was mich nochmal betrifft, ja? Battlefield 3 wird der letzte Ego-Shooter sein, den wir spielen. Und danach spielen wir ein recht anderes Spiel. Also danach keine Ego-Shooter mehr. So, das war's von mir eigentlich. Habt ihr noch was von euch spezifisch gesehen? Ja, also... Ich hatte jetzt eigentlich nichts mehr, außer dass ich vielleicht nach Dead Space... Eigentlich hatte ich vor, Dead Space 2 direkt danach dann zu spielen, beziehungsweise zu Let's Playen halt. Was ich mir jetzt aber wieder anders überlegt habe... Und dann wahrscheinlich werde ich als nächstes Bioshock spielen, aber das ist auch noch nicht so ganz klar. Also ich werde es mir noch überlegen und da werdet ihr noch früh genug dann Bescheid bekommen. Jo, alles klar. Martin, du noch was? Nö, von mir so eigentlich nichts mehr, aber noch was uns beide betrifft. Aber ich glaube, das wolltest du sowieso jetzt gleich sagen. Ja, genau. Das war jetzt das nächste Ding. Und zwar, ja, haben Martin und ich nun vor, was ganz Besonderes anzukündigen. Denn es ist so, dass in genau 19 Tagen, yay, am 22. Februar, yay, die lang ersehnte, der Stern am Konsolenhimmel, der neue Stern am Konsolenhimmel, okay, man kann's übertreiben, veröffentlicht wird. Und zwar die PS Vita, ganz genau. Ja, ihr habt euch mit Sicherheit schon gedacht. Die wird natürlich gleich am Release-Tag gekauft. Und dann haben wir beide vor, dazu ein kleines, wie soll ich es nennen, Review zu machen. Review. Ja, das nur mal so. Ja, nebenbei sage ich schon, es ist schon eigentlich, jetzt mit Minecraft und dem anderen Ding, ist das Hauptthema. Also wir haben auf jeden Fall vor, ein Review von der PS Vita zu machen. So, ja, das war's dann auch in diesem Punkt. Und ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Hier noch was? Nö, ich bin eigentlich auch. Wollen wir unser neues Projekt dann auch noch ankündigen gleich oder wollten wir das dann später machen? Unser neues Projekt? Nee, das wird nicht angekündigt. Nein, das ist noch ganz geheim. Das ja, kommt, das ist jetzt eine Überraschung. Also da kommt auf jeden Fall demnächst kommt was extrem Geiles. Aber wir verraten noch nicht was. Das ist noch alles ganz geheim. Ja, genau. Gut. Ich würde sagen, das war's dann. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Genau. Ja, und bis zum nächsten EP, bis zum nächsten Infovideo. Tschüss, Leute. Ciao. Macht's gut. Tschüss.